begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige heute einen weiteren Diabolo-Trick wie letzte Woche, vorletzte Woche und vorvorletzte Woche. Und ihr braucht heute dazu einen Freilauf-Diabolo, also einen Diabolo mit einer Freilaufrolle. Also dieses hier. Ich habe euch dazu schon mal ein Video gemacht, was die Unterschiede sind zwischen einem Diabolo mit Freilaufrolle und einem ohne Freilaufrolle. Ich werde das ganze Video rechts oben verlinken. Und wieso braucht ihr jetzt einen mit Freilaufrolle? Also man braucht nicht unbedingt eins, aber es ist sehr viel einfacher mit einer Freilaufrolle, vor allem für Anfänger, und es sieht einfach auch besser aus. Wie sieht der Trick also aus, wenn man ihn kann? Wie ihr schon gesehen habt, das Diabolo wird auf dem Stab balanciert sozusagen. Und es dreht sich weiter. Wie funktioniert der Trick? Man benötigt erstmal viel Speed, also eine große Geschwindigkeit. Wie man die auch am besten aufbaut, habe ich euch auch in einem Video gezeigt. Wenn ihr das noch nicht kennt, werde ich es euch links oben verlinken. Und wenn ihr den Speed habt, dann haltet ihr beide Stäbe ungefähr auf gleicher Höhe. Als Rechtshänder würde ich euch wieder empfehlen, den rechten Arm zuerst zu nehmen und als Linkshänder den linken Arm. Ich bin Rechtshänder, also mache ich es mit dem linken Stecken zuerst. Ihr werft das Diabolo ein bisschen hoch und fangt es auf dem Stecken auf. Da müsst ihr schauen, dass der Stecken relativ gerade gehalten wird, sonst geht es nach vorne oder nach hinten. Wenn ihr es wieder habt, werft es wieder ein bisschen hoch und fangt es dann in der Schnur auf. Ich werde das Ganze jetzt in meine Zeitlupe einblenden. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne eine positive Bewertung. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.